verschwenden, gebe ich das Wort direkt an unseren ersten Speaker, beziehungsweise unsere erste Speakerin, Dr. Katrin Fritzsche. Ja, hallo. Ich würde als erstes mal meine Präsentation teilen. Genau, das müssten jetzt alle sehen. Ja. Okay, super, dann fange ich gleich an. Mein Name ist Katrin Fritzsche. Ich bin Forschende und Lehrende am Fachbereich Digital Humanities der Universität in Jena. Und wir bieten aktuell ein Zertifikatsprogramm für Studierende aus unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen an, die sich in digitalen Kompetenzen fort- oder weiterbilden wollen. Viele haben bei uns unterschiedliche Vorkenntnisse im Bereich digitale Daten, Datenmethoden, wie auch immer. Und deswegen haben wir eine sehr, sehr diverse Zielgruppe. Die allgemeine Relevanz von KI und auch das gestiegene Interesse daran, das hat natürlich zu einer Erweiterung von KI-Themen auch für unseren Fachbereich geführt, für die Geisteswissenschaften an sich, aber auch für die digitalen Geisteswissenschaften, was sich vor allen Dingen in Anwendungen wie Machine Learning-Verfahren zur Analyse von Daten oder aber auch zur Generierung von Inhalten im Bereich Bild, Text, Bewegtbild, Musik und so weiter niederschlägt. Und Lehrformate, die sich mit generativen oder analytischen KI-Verfahren mit geisteswissenschaftlichen Daten oder gezielt geisteswissenschaftlichen Forschungsfragen auseinandersetzen, sind noch nicht so stark verbreitet. Ich habe in den letzten 3 Semestern selbst solche Formate als Lehrformate gehalten bzw. gegeben und möchte in diesem kurzen Talk einen Einblick in meine Erfahrungen oder Erkenntnisse dazu geben. Die Zielgruppe, die wir haben, ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr divers und stammt potenziell aus allen möglichen Fachbereichen der Geisteswissenschaften, von Archäologie bis Kunst, Musik und so weiter. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man verschiedene Niveaus der Studierenden adressiert mit Inhalten beziehungsweise mit diesen Lehrinhalten, die wir vermitteln. Denn nur so können Studierende selbst auch ein Gefühl für eigene mögliche Projekte oder Forschungen gewinnen, die sie eben mit diesen vermittelten Daten und Methoden auch ausüben können. Ich gehe mal ganz kurz auf meine 2. Folie hier und Sie sehen einen kurzen Einblick in meine Veranstaltungen, die ich gehalten habe. Auf der linken Seite sehen Sie, das sind vorrangig Moodle-Kurse, die angereichert sind mit verschiedenen Ressourcen. Auf der rechten Seite sehen Sie eine eigenständig durchlaufbare Webseite mit verschiedenen Lektionen. Sie sehen auch ein paar Screenshots von Interaktionen, die stattgefunden haben. Meine Veranstaltungen waren allesamt hybrid oder vollständig virtuell und sie bestanden eben entweder in diesem Moodle-Format oder dieser Website, die durchlaufbar war. Sie sind sozusagen auch in eigenem Tempo orts- und zeitunabhängig absolvierbar gewesen. Es ist so, dass bei uns möglichst viele Studierende mitgenommen werden sollen. Das heißt, die haben unterschiedliche Niveaus und Vorkenntnisse. Und deswegen ist es so, dass die Themen auch in den Kursen relativ breit gestreut sind. Und deswegen haben wir hier auch Ansätze des Instructional Designs angewandt. Also verschiedene Formate, die Kompetenzen von Lernenden unterschiedlich adressieren. Ein ganz großer Aspekt dabei ist natürlich die Selbststeuerung beim Lernen, das heißt beim Durchlaufen der Lektion. Das wurde auch mit fakultativen und mit obligatorischen Inhalten umgesetzt. Das heißt, man konnte Sachen vertiefen, wenn man sich in diesem Bereich besonders interessiert hat, und man konnte auch Elemente überspringen und es wurden auch gamifizierende Elemente mit eingesetzt. Außerdem kann ich auch noch als kurzes Fazit sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, nach den Vorerfahrungen der Teilnehmenden zu entscheiden, ob man die KI-Anwendungen, die man thematisieren möchte, verwendet, indem man bestehende KI-Anwendungen thematisiert und erläutert und sozusagen zur Reflexion anregt bei Studierenden, wie beispielsweise Generatoren wie ChatGPT, oder ob man den Fokus setzt auf die Programmierung der eigenen Algorithmen, Modelle zur Lösung bestimmter datenbezogener Probleme. Und das hängt zu einem Großteil natürlich auch von den Vorerfahrungen der Studierenden ab. Das heißt, welches Niveau haben die und wie ist sozusagen auch die informatorische oder mathematische statistische Grundbildung. Da unsere Inhalte eben sehr breit gestreut sind, gilt es auch hier, alle Themen eigentlich mit abzufrühstücken und auch hier auf die Studierenden zu bauen, um zu schauen, wenn jemand schon etwas in diesem Bereich weiß, kann er das oder sie das natürlich überspringen. Und deswegen ist es so, dass hier potenziell alle theoretischen, programmierbezogenen, mathematischen, aber auch praktischen Elemente und Themen mit abgefrühstückt wurden. Ja, virtuelle hybride Formate hat der oder die andere, ein oder andere, sicherlich auch schon mal während Corona gehalten und gemerkt, es ist eine sehr hohe Vorbereitungszeit damit verbunden. Ich kann sagen, für meine Formate habe ich im Schnitt am Stück ein Vierteljahr Vorbereitungszeit gebraucht.
wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe auf dieser Präsentation hier mal konzeptionelle Aspekte zusammengefasst, die wesentlich sind, und konkrete Beispiele, die sich in die Praxis ausdifferenzieren, wenn man diese Konzepte anwendet beziehungsweise als Lehrender im Unterricht oder für seine Lehrformate verwenden möchte. Und ich möchte ganz kurz auf Ressourcen eingehen, die ich erstellt habe für interessierte Lehrende oder auch allgemein, die sich für die Vermittlung von KI-Themen interessieren, Personen. Das ist einmal ein eher konzeptioneller Sheet, der Elemente zur Erstellung von Lehrmaterialien in diesem Fachbereich zusammenfasst. Ein didaktischer Sheet, der vor allen Dingen auf diese didaktischen Vermittlungsaspekte eingeht. Und im letzten, in der letzten Ressource habe ich Ihnen einmal nutzbare generative KI-Tools aufgezeigt, die aktuell noch kostenfrei nutzbar sind im Bereich Text, Bild und Musik. Und auf der zweiten Folie finden Sie, wenn die Weiterleitung funktioniert, was gerade bei mir nicht funktioniert, weil mein Bildschirm eingefroren ist, auch Programmierressourcen mit einfachen Codes für die Bereiche Bild, Text und Musik, die nachgenutzt werden können, wenn Sie das in Ihrer Lehre einsetzen möchten. Ja, damit ist meine Zeit rum. Treffen wir uns gerne an den Netzwerktischen oder schreiben Sie mir auch gerne E-Mail und lassen Sie uns persönlich in Kontakt treten. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Marquardt, gerne weiter. So, sehen Sie meinen Screen? Ja, okay, bin ich hörbar? Alles klar. Ja, alles gut. Gut, wunderbar. Ich möchte nur ganz kurz in 5 Minuten eine dystopische Utopie vorstellen, und zwar aus dem Jahr 2028. Also ihr befindet euch in der Vergangenheit, und ich möchte euch ein bisschen zum Denken anregen und ein bisschen aufwecken, weil es könnten schlimme Dinge passieren in Zukunft. Deswegen möchte ich Europas offenes, partizipativ gestaltetes, multimodales KI-Modell im Jahr 2028 kurz benennen. Und zwar ist im Jahr 2024, wurde Donald Trump wiedergewählt, der dann die Kontrolle von Presse und Unternehmen auf sich genommen hat und im Jahr 2025 Stück für Stück es geschafft hat, die USA in eine nicht-demokratische Diktatur umzuwandeln. Und er hat es auch geschafft, die digitalen Medien, alle Medien komplett zu überwachen. Und das als dystopischen Hintergrund. Und Kalifornien hat sich noch erfolglos versucht abzuspalten, weil ja Kalifornien diese ganz große Digitalindustrie hat. Leider wurde das verhindert. So hatte Donald Trump und seine Organisation dann auch die Kontrolle über alle Digitalunternehmen. Und Änderungen der Verfassung haben dazu geführt, dass wir jetzt im Jahr 2028 uns gar nicht mehr sicher sein können, ob es überhaupt noch eine neue Wahl gibt oder ob die überhaupt demokratisch sein wird. Was war denn die Konsequenz in Europa oder in den verbleibenden demokratischen Staaten der Welt? Wir haben alle aufgehört, US-Software zu lizenzieren. Es folgten chaotische Monate. Uns wurde dann die politische Agenda aufgebracht, dass wir eben die digitale Mündigkeit in Europas sichern müssten. Und so haben auch die verbliebenen demokratischen Staaten in der Digitalwirtschaft ganz verstärkt zusammengearbeitet. Und die Europäische Kommission hat 100 Milliarden Euro bereitgestellt für eine KI-Initiative, die dann noch durch Spenden, Beteiligung von Unternehmen aufgewertet wurden. Und so haben wir dann eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Unternehmen und auch Organisationen wie NGOs gehabt, also eine sehr hohe Interdisziplinarität. Und auch alle Fachrichtungen waren beteiligt, also alle einzelnen Fächer haben sozusagen ihre Wissensbestände kuratiert und zum Training dieses neuen neuronalen Netzes aufbereitet. Also KI ist nicht nur ein Thema der Informatik gewesen dann in diesen Jahren. Und warum ist es dann auch demokratisch? Also es gab dann digitale Wahlen von KI-Räten in ganz Europa, die dann eine hohe Mitbestimmung über die Trainingsdaten gehabt haben, aber auch die wurden auch offengelegt. Und es wurde darauf geachtet, dass Diversität repräsentiert wurde, ein Bias-Management wurde etabliert und eine wissenschaftliche interdisziplinäre Teilhabe aller Universitäten oder wissenschaftlichen Organisationen wurde auch sichergestellt. Und natürlich wurden eben auch so Ethikfilter offengelegt und auch diese wurden mitbestimmt. Und offen ist dieses System in dem Sinne, dass es komplett Open Source
aufgesetzt wurde und auch für jeden jederzeit einsichtig war, was an Daten reinging und welche Trainingsmöglichkeiten es gab. Und weiterhin gab es natürlich noch die Möglichkeit, durch Forks, also Alternativ- und Subversionen zu erstellen, kleinere Versionen zu erstellen, spezialisierte Versionen zu erstellen, wodurch dann ein hohes Maß an Diversität gegeben ist oder war. Und die Datengrundlage waren dann eben auch urheberrechtlich geschützte Werke. Dazu wurde das Urheberrecht geändert. Und also alle Werke, die bis dato irgendwie verfügbar waren, wurden digitalisiert. Alle Bibliotheken sozusagen digitalisiert und natürlich auch wissenschaftliche Literatur. Und dazu gab es dann ein Vergütungsmodell, damit die Autorinnen eben nicht leer ausgehen und eben auch an diesem Erfolg beteiligt wurden. Und so wurden natürlich auch die Texte verschieden gewichtet, also wissenschaftliche Texte oder in Anführungszeichen höherwertigere Texte wurden anders gewichtet als jetzt beispielsweise die Texte, die einfach nur irgendwelche Internettexte sind. Und es wurde auch eigens dafür eine Produktion von Texten und Medien etabliert, sodass neue Materialien für dieses Training auch verfügbar wurden. Und natürlich wurde auch noch die Möglichkeit von Faktenchecks ermöglicht, indem alles Wissen auch in einer Datenbank auch nochmal gesichert wurde, dass man zur Not auch nochmal nachschauen konnte, welche Quellen denn für dieses Learning verwendet wurden. Und der Ökologieaspekt. Die Energie zum Training der Netze wurde komplett aus Windkraft und Solar genutzt und das Training fand dann in den Sommermonaten statt, sodass wir auch dieses leidige Ökologieproblem bei der KI beseitigt haben. Ja, Sie sehen, wir sind jetzt im Jahr 2028, das ist der Mount Rushmore im Jahr 2028, da ist jetzt eine neue Person drauf, die wahrscheinlich auch nicht mehr weggeht. Aber wir haben es in Europa geschafft, ein eigenes, großes, generatives KI-Modell zu schaffen und haben digitale Souveränität erreicht, haben unsere medialen Kulturgüter komplett digitalisiert, offengelegt und eben halt durch die KI nutzbar gemacht und damit eine sehr große Basis für Weiterentwicklungen geschaffen. Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, dass dieser etwas auch spaßig gedachte Vortrag Sie vielleicht mal anregt, darüber nachzudenken, was passiert oder was wir machen müssten, wenn im November bestimmte Wahlen bestimmt ausgehen. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja. Schreiben Sie mir gern auch eine E-Mail oder kommen Sie anders mit mir in Kontakt. pmarquardt@uv.uni-kiel.de. Besten Dank. Dann gerne das Team des Open Think Tanks der Fernuni haben. Ah, perfekt. Genau, meine Präsentation kann man, glaube ich, sehen. Deswegen starte ich jetzt direkt. Willkommen zum Lightning Talk Discussing AI Ads. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, welche Erkenntnisse wir in unseren Open Think Tanks gesammelt haben und auch welche Visionen wir noch anstreben. So, kurz zum Hintergrund. Die Open Think Tanks sind am KI Expert Lab Hochschullehre angesiedelt und das KI Expert Lab Hochschullehre wurde im Jahr 2021 bereits gegründet am KI Campus in Kooperation mit der Fernuniversität in Hagen. Wir haben dort eine Community of Practice aufgebaut, also Interessierte primär aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz haben sich zusammengetan, um eben das Thema KI in der Hochschullehre voranzubringen. Das Besondere ab dem Jahr 2023 war, dass dieses kleine Wort Nutzen hinzugekommen ist. Wir haben nämlich dann einen starken Fokus auf die Anwendungsorientierung gelegt und uns dann zu Open Think Tanks zusammengeschlossen, die eben als zentrale inhaltliche und methodische Innovationshubs dienen. Ja, was ist unser Ziel? Wir möchten Schnittstellen und Vernetzungsmöglichkeiten für die Community erzeugen. Wir möchten uns ja auch vergrößern und auch interdisziplinäre Vernetzung ermöglichen. Wir führen auch selbst Forschung durch. Und ein Ziel ist es, diese Erkenntnisse und auch Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen über den KI Campus.
Ich habe vom KI Expert Lab Hochschullehre einmal 5 Statements mitgebracht, die wir formuliert haben. Das erste, da stimmen wir wahrscheinlich alle überein, ist, dass KI als selbstlernendes Denkwerkzeug die Art und Weise, wie wir bisher gelehrt und gelernt haben, grundlegend verändert. Der Einsatz der KI-Technologien fordert uns und die Hochschulen heraus, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anzupassen und auch neue Regeln zu entwickeln. Die Didaktik mit KI ist nur noch mit ethischen Grundsätzen zusammenzudenken. Sprich auch Bildungschancen, Bildungsvoraussetzungen, Kosten. Damit komme ich schon direkt auf den nächsten Punkt, dass die aktuell zunehmenden Kosten und auch andere Voraussetzungen zur Nutzung von KI-Tools Bildungsungerechtigkeit verstärken. Und das letzte Statement, die Zukunft der Hochschulbildung gehört der hybriden Intelligenz. Und hybride Intelligenz meint hier die Kombination der Stärken von menschlicher und künstlicher Intelligenz in einem Educational Kontext. So, nun kommen wir aber zu unseren Open Think Tanks. Der KI und Didaktik Open Think Tank ist hier fett markiert. Den gibt es zweimal, denn hierauf liegt unser Schwerpunkt. KI und Didaktik darf ich moderieren und wir rücken in unserem Open Think Tank grundlegende Bildungsfragen im Kontext von KI in den Vordergrund. Also wir fragen, was bedeutet nun gute Bildung? Welche Bildungsziele müssen wir formulieren oder auch reformulieren? Und wie können wir neue Forschungsansätze mit KI realisieren? Stichwort sokratischer Dialog. Hier als römisch 2 mit aufgeführt ist der Open Think Tank Technologie trifft Didaktik, moderiert von Silke Frede. Und sie verfolgen das Ziel, tiefere Einblicke in die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien in Lernszenarien zu gewinnen. Und hier sind Wissenschaftlerinnen und auch EntwicklerInnen eingeladen, ihre KI-Anwendungen und ihr Wissen rund um KI und Entwicklung mit der Community zu teilen. Dann oben rechts KI und Prüfung. Dieser Open Think Tank wird von Andreas Giesbert moderiert. Der widmet sich der Frage, wie KI produktiv im Prüfungswesen eingesetzt werden kann und welche Rahmenbedingungen es dafür institutionell braucht. Es wird auch diskutiert, das Thema Täuschungsversuche und wie Täuschungsmöglichkeiten eine neue Prüfungskultur notwendig machen und auch welche Möglichkeiten es für täuschungsresistente Prüfungen gibt. Unten links der Open Think Tank KI, Curriculum und Microdegrees wird von Jessica Felgentreu und Bettina Oetfosch moderiert und sie beschäftigen sich mit der Relevanz des Themas KI für die curriculare Entwicklung an Hochschulen und fokussieren, wie Microcredentials und Microdegrees als neue Qualifizierungsformate erprobt werden können. Dann zuletzt die Frage, wie man mit ethischen Aspekten im Umgang mit KI, also wie ethische Aspekte im Umgang mit KI an Hochschulen mitgedacht werden müssen. Und dieser Open Think Tank wird von Heike Karoli moderiert und die Sessions setzen sich dabei sowohl mit rechtlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel dem AI Act auseinander, aber auch mit sozialen Implikationen wie zum Beispiel dem Digital Divide. Ja, zentral ist dabei, wie bei allen unseren Open Think Tanks, Erfahrungen zu teilen und Lösungen zu diskutieren, damit wir gemeinsam ja einen verantwortungsvollen Umgang mit KI in die Praxis der Hochschule bringen können. Ich bin jetzt auch am Ende. Sie sehen hier einen QR-Code, der nochmal die Information zusammenfasst. Und wenn Sie auch dabei sein sollen, schicken Sie eine kurze Mail an ki-und-bildung@fernuni-hagen.de und Sie erhalten die Zugangsdaten für Zoom. Und auch ich und die Person, die ich gerade vorgestellt habe, sind gleich am Netzwerktisch und wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch hier treffen und mit Ihnen in den Austausch kommen können. Vielen Dank. Die Hafen City Universität Hamburg als nächstes bitte. Ja, genau. Moin. Liebe Grüße aus Hamburg. Ich und Sophie Heinz, wir haben uns vor knapp einem Jahr, etwas länger, als KI noch etwas frischer war, die Frage gestellt, wie können wir eigentlich beim SDG Campus, das Projekt, das wir betreuen,
die Prüfung so gestalten, dass sie mit KI umgehen können. Der SDG Campus ist ähnlich wie der KI Campus auch eine Selbstlernplattform. Das heißt, die Studierenden belegen die Kurse unbetreut. Aber bei uns ist die Herausforderung, die Kurse müssen quasi in Form von Micro-Credentials und Abschlüssen so gut sein, dass sie anrechenbar im Hochschulstudium sind. Und wir haben dafür ein Prüfungskonzept entwickelt und dann kam ChatGPT und dann funktionierten einige Aufgaben so nicht mehr, weil eigentlich alle Aufgaben von KI gelöst werden können. Wir haben mal eine exemplarische Aufgabe in Form von formativen Assessment mitgebracht, bei der die Studierenden im Kurs etwas recherchieren müssen. Aktuell zum Beispiel würde es auch passen mit, wie sind Kommunen auf Katastrophen vorbereitet? Und die Antwort mit dem Schreiben in kurzen Absätzen, einem Stichwort am Anfang, dem Doppelpunkt und so weiter, sah uns doch verdächtig nach KI aus oder nach ChatGPT. Und deswegen haben wir versucht, unser Prüfungskonzept oder unser Assessment-Konzept an die Existenz von KI anzupassen, ohne unseren Mehrwert, dass wir Micro-Credentials vergeben können, zu verlieren. Wie wir das gemacht haben, das zeigt euch jetzt Sophie. Ja, wie sind wir dabei vorgegangen? Also wir haben mittels Design-Based Research anzustrebende Ziele ermittelt und daraus dann Maßnahmen abgeleitet und diese in bisher drei Fokusgruppen diskutiert. Das waren unsere Fokusgruppen, einmal mit Studierenden, einmal mit Expertinnen aus dem Bereich Prüfungsdidaktik und einmal mit Expertinnen im Bereich Lernmanagementsystem Moodle. Moodle deshalb, weil der SDG Campus eben auf dem Lernmanagementsystem Moodle läuft. Und ja, unsere Ideen für Maßnahmen haben wir eben diskutiert und die Diskussionen anschließend qualitativ ausgewertet. Und eine Maßnahme, die wir beispielsweise mit Studierenden diskutiert haben, war, ob wir den CO2-Fußabdruck von KIs darauf hinweisen sollten, dass KIs einen großen CO2-Fußabdruck haben, weil wir ja eine Plattform für Nachhaltigkeit sind. Und die Studierenden lehnten das aber ab mit der Begründung, dass ja sowieso online gelernt werden müsste. Und sie meinten, dann sollten wir einfach gar keine Online-Plattform anbieten. Genauso haben wir auch mit den Studierenden das technische Detecting von möglichen KI-Antworten diskutiert und haben dies aber auch verworfen. Und jetzt stelle ich noch kurz zwei Maßnahmen vor, die wir diskutiert und auch so umgesetzt haben. Und zwar haben wir einmal eine Erklärung zur KI-Nutzung mit unseren Fokusgruppen diskutiert. Dort müssen eben Lernende auf dem SDG Campus dieser Erklärung zustimmen, bevor sie sich ein Nutzendenkonto erstellen können. Und diese Maßnahme haben wir auch schon genauso, wie ihr es seht, umgesetzt. Sie bestätigen, dass ihnen bewusst ist, dass sie selbstverantwortlich sind für die Arbeitsergebnisse, die Qualität ihrer Antworten, ihren Lernprozess und das Erreichen der Lernziele und dass KI sie dabei lediglich unterstützen kann. Und sie erklären sich außerdem bereit, offen mit der Nutzung von KI umzugehen, indem sie unter ihren Beiträgen, also dann mit KI generiert, den Satz einfügen mit Unterstützung von und dann den Produktnamen der KI. Und sie bestätigen außerdem, dass ihnen bewusst ist, dass KI-Werkzeuge ungenaue und falsche Informationen über Fakten, Personen und Orte generieren können. Außerdem haben wir mit den Fokusgruppen die Änderung unseres Prüfungskonzepts diskutiert. Und zwar konkret: Wie können wir wegkommen von automatisiert bewertbaren Aufgaben wie Multiple Choice hin zu eher KI-robusteren Aufgaben wie zum Beispiel Kreations- oder Reflexionsaufgaben, die dann beispielsweise mit Peer Assessment bestehbar gemacht werden können? Ja, und das Fazit war, dieses ganzen Prozesses war, der Austausch mit Fokusgruppen unterschiedlicher Zusammensetzung hat sich in unserem Fall sehr bewährt und wir werden definitiv auch weiter mit dieser Methode arbeiten. Wir haben festgestellt, Fokusgruppen sind vor allem sinnvoll bei solchen Themen wie beispielsweise KI, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie neu sind, dass sie sich rasant entwickeln und dass sie auch relativ unerforscht sind. Und abschließendes Fazit war, es war aus unserer Sicht erstaunlich, wie leicht und einfach es war, Expertinnen zu finden, ja, die sich an diesen Fokusgruppen beteiligt haben. Und genau, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, freue ich mich über eine Mail von euch. Die Mailadresse seht ihr da unten. Vielen Dank. Herr Professor Dr. Lehmann, bitte als nächstes.
geschaltet, glaube ich. Jetzt müsste das Mikrofon an sein. Okay. Ja, schön, dass ich hier sein darf und über unser Projekt Virtueller Klient berichten darf. Das Projekt ist von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert und wird bei uns am Institut für E-Beratung durchgeführt. E-Beratung muss man genau hinhören. E wie Online-Beratung, nicht E wie Ehe-Beratung. Erst letzte Woche ist wieder ein Brief nicht angekommen, weil er als Eheberatung tituliert war. Bei dem virtuellen Klienten beschäftigen wir uns damit, die Ausbildung in der psychosozialen Online-Beratung voranzubringen. Hintergrund ist, dass es die psychosoziale Online-Beratung schon seit langem gibt. Da beraten Menschen, insbesondere mit dem Hintergrund von sozialer Arbeit, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen über digitale Kanäle. Während Corona war Videoberatung sehr beliebt. Längerfristig hat sich allerdings vor allem auch E-Mail-Beratung und Chat-Beratung durchgesetzt, die jeweils datenschutzkonform durchgeführt. Wir wissen nun, dass angehende Sozialarbeiterinnen und ähnlich ist es auch bei PsychologInnen oder PädagogInnen zwar Beratungskompetenzen in der Präsenzsituation erwerben, aber für Online-Beratung einige Kompetenzen nicht mitbringen und daher eine spezielle Ausbildung brauchen. Dafür haben wir jetzt eine KI-basierte Ausbildungsumgebung entwickelt, in der Studierende der sozialen Arbeit die psychosoziale Chatberatung üben können mit einem Gegenüber, der oder die KI-basiert simuliert wird. Hier ist so ein kleiner Eindruck, wie das aussehen wird oder aussieht. Wir sind im Projekt so weit, dass wir schon die Prototypen testen, dass eben eine normale Chat-Umgebung angegeben wird, wo aber als Klientin eine KI agiert. Wichtig ist uns bei dem Projekt, ein bisschen anlehnend an die Zukunftsperspektive der KI 2028, KI-Systeme zu verwenden, die in Deutschland bei uns auf Hochschulservern gehostet sind und von uns auch kontrolliert werden können, also Open Source sind und wir möglichst auch mit Rückgriffe auf das Trainingsmaterial arbeiten können. Wir arbeiten da aktuell mit unterschiedlichen Modellen, testen noch ein bisschen, wie Kuna oder Sauerkraut sind so zwei Modelle, die wir nutzen. Hintergrund für das Training sind Personen, die wir über Prompt Engineering an die jeweiligen Modelle übergeben, in denen wir erläutern, welche Problemstellungen die Ratsuchenden haben. Wir haben das aufbauend auf Trainingsdaten unterstützt, die wir in der bisherigen Ausbildung bei menschlichen Rollenspielen erhoben haben. Ich bin Sozialarbeiter vom Beruf, deswegen kann ich die technischen Hintergründe hier nur kurz berichten. Wir können nachher da am Netzwerktisch gerne nochmal drüber reden und bei vertieftem Interesse stelle ich auch gerne den Kontakt zu unseren Informatikerinnen und Informatikern her. Wir sind inzwischen so weit, dass wir eine kleine Lernplattform angelegt haben, bei der wir mit unterschiedlichsten Personen arbeiten können, mit unterschiedlichen Problemstellungen, auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir können auf dieser Lernplattform auch verschiedene Feedback-Kulturen generieren. Uns ist es wichtig, dass unsere Lernenden nach wie vor unterstützt von Menschen lernen. Deswegen gibt es nach wie vor Feedback durch menschliche Lehrende. Und wir haben auch mit einem kleinen Tokensystem eine gamifizierte Lösung zu Peer-Feedback installiert. Darüber hinaus haben wir aber auch zwei Formen des KI-Feedbacks. Einmal KI-Feedback aus der Perspektive der KI. Also wie hat sich die Klientin gefühlt als KI? Und einmal Feedback aus einer eher Perspektive, die sich ein bisschen anlehnt an die Lehrendenperspektive, also aus einer Metaperspektive. Wir sind momentan in den Testungen und in der Akzeptanzstudie mit diesem Angebot mit Studierenden sowohl bei uns als auch bei internationalen Partnern und gehen davon aus, dass wir bis zum Sommer diese Umgebung so stabil haben, dass wir das auch langfristig bei uns in der Hochschullehre einsetzen können. Wichtig ist uns dabei allerdings, dass es immer eingebettet ist in umfangreiche Ausbildung zur Online-Beratung. Es soll keine Quick-and-Dirty-Lösung sein, um ein bisschen was zu Chat-Beratung zu lernen, sondern wirklich hier eine vertiefte Lernumgebung bieten, in der die angehenden Fachkräfte ihre Kompetenzen im Bereich Chat-Beratung ausbauen können. Für weitere Diskussionen freue ich mich nachher auf den Netzwerktisch, um da alles Weitere zu besprechen.
Vielen Dank. Herr Jan Frerer und Kevin Jandl. Ja, moin zusammen. Heute bin ich alleine hier. Hi, ich bin Jan. Ich bin Studierender an der Universität Hohenheim, bin dort im Masterstudium Wirtschaftsinformatik und bin auch studentische Vertretung. Und heute komme ich mit dem Thema Feedback Your Brain, Satisfy Your Hunger with Personalized Reviews. Und da geht es halt vor allem darum, wie wir eigentlich die Feedback-Kultur an Hochschulen neu gestalten können oder wie KI dazu verhelfen kann. Und um das zu verstehen, gehen wir erstmal zurück in die Ersti-Phase. Wir stellen uns nochmal alle vor, wie wir Ersti waren. Und damit wir ein Bild davon haben, okay, man kommt neu an der Universität, meistens war man vorher nur in den Schulen und hat da eigentlich immer nur Frontalunterricht bekommen und Feedback gab es ein bisschen, aber auch noch nicht so ganz gut. Und jetzt aber kommen wir nur zu ganz neuen Zahlen. Das heißt, wir sitzen in Vorlesungssälen, wo bis zu 800 Studierende drin sitzen. Und die konzentrieren sich natürlich erstmal am Anfang, so Freunde finden, wie kommt man an die verschiedenen Materialien dran. Und dann, wenn man sich so langsam zurechtgefunden hat im ersten Semester, am Ende vom ersten Semester, kommen dann auch die Prüfungen. Und da fängt dann halt auch ein bisschen das Problem an. Vor allem, wenn man dann halt die Note zurückbekommt, man bekommt halt nur eine Note zurück. Und wenn man dann auch noch unzufrieden ist mit der Note, fühlt man sich halt oft alleingelassen, weil die Studierenden, mit denen man sich befreundet hat, die können da eigentlich nicht wirklich weiterhelfen. Und man weiß allgemein auch nicht, wie die Benotung eigentlich zustande kam. Und wenn man dann trotzdem das Selbstbewusstsein hat, in eine Einsicht zu gehen und gegen den Professor, oder was heißt hier gegen, aber sich zu behaupten von einer Autoritätsperson, dann kann es halt trotzdem sein, dass man doch wieder einknickt. Also man verliert halt auf dem Weg dahin, individuelles Feedback zu bekommen, verliert man halt schon sehr viele Studierende. Also das sind alles so Erzählungen, die ich als Studierendevertretung bekommen habe. Also ich habe oft das mal versucht, die Leute zu ermutigen, doch in die Einsicht zu gehen, aber dann haben sie auch immer abgenickt und so, nee, das trauen sie sich nicht irgendwie dem Prof oder Doktoranden irgendwie entgegenzustehen. Und was ich da aus den Gesprächen dann auch immer gehört habe, ist, dass man halt auch nicht wirklich als Individuum wahrgenommen wird. Das selber habe ich auch öfters das Gefühl gehabt, man bekommt eine Note, aber weiß eigentlich gar nicht, was irgendwie passiert ist. Und jetzt, ich bin Masterstudent im Endstadium, das heißt, ich bin auch langsam fertig und bin auch Hiwi seit 2 Jahren bei einer an einem Lehrstuhl. Und dort habe ich auch mitbekommen, okay, die Feedback-Kultur von Studierenden wird irgendwie immer schlechter. Das heißt, Studierende, die geben kein Feedback. Wir wollen immer Feedback von den Studierenden, aber die geben nichts. Und meine Gedankengang war halt vielleicht, okay, vielleicht vermitteln wir halt nicht die Relevanz von Feedback gut mit dem System, was wir eigentlich gerade haben. Und dann haben wir natürlich noch die Problemstellung der Dozierenden. Die meistens sind es halt nicht ausgebildete Pädagoginnen. Sie haben keine vollen Stellen, die werden nicht voll bezahlt, müssen neben der Forschung halt auch noch Lehre und Feedback geben, was halt irgendwann zeitlich nicht funktioniert. Und da haben wir uns halt einfach mal vorgestellt, okay, KI-basierte Lösung, wir bauen einfach einen intelligenten Feedback-Assistenten, der Dozentinnen hilft, Feedback individuell wieder zurückzugeben. Das heißt, wir haben einen Prototypen entwickelt. Wir sind gerade auch mit der PH Ludwigsburg im Gespräch und helfen da bei einem Seminar und testen gerade, wie das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ja, ich bin auch nett später im Netzwerktisch und da kann ich die Geschichten auch gerne weiter ausführen, was ich so gehört habe von verschiedenen Studierenden. Da reicht die Zeit jetzt halt leider nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall über einen Ideenaustausch und verschiedene Pilotprojekte auch noch an Ihrer Universität zu starten. Und hier ist natürlich auch noch unser Link. Kevin und ich wären heute eingeplant gewesen. Kevin ist gerade auf der LernTech und versucht dort auch noch andere Leute kennenzulernen. Genau, und damit würde ich mich freuen, wenn wir uns später bei dem Netzwerktisch treffen und darüber ein bisschen Ideen austauschen können. Danke.
So, ich würde gleich mal weitermachen. Bin ich gut zu verstehen? Ich habe etwas Internetprobleme. Okay, prima. Ich sehe Nicken und Daumen. Ja, wunderbar. Hallo in die Runde. Mein Name ist Dana Ma. Ich bin Juniorprofessorin für digitales Lehren und Lernen an der Lefana-Universität in Lüneburg und freue mich sehr, heute aktuelle Forschungsergebnisse vorzustellen von einer Studie, die ich mit Nele Groß ebenfalls von der Lefana durchgeführt habe. Es geht um Lehrende und KI als Thema, will ich hier ganz kurz skizzieren. Ich werde auf unsere Studie in Kürze eingehen und hoffentlich haben wir dann auch noch später Zeit zur Diskussion und einen Ausblick. Wenn wir uns mit dem Thema KI in der Hochschule beschäftigen und insbesondere mit systematischem Change Management, ist es wichtig, dass wir die Perspektive aller Stakeholderinnen einbeziehen. Das sind natürlich Studierende einerseits, aber beispielsweise auch Lehrende und natürlich auch Verwaltung und andere. Aber gerade hier ist zu sagen, dass Lehrende doch eine sehr wichtige Rolle einnehmen, gerade im Bereich Hochschullehre. Sie haben auch eine Vorbildfunktion, wenn sie KI einsetzen. Und das gilt insbesondere für Lehrende, die im Lehramt tätig sind. Sie sind auch Vorbildfunktion für Lehramtsstudierende, die später in die Schule gehen als Lehrkräfte und da auch einen multiplikatorischen Effekt haben. Deswegen ist es sehr wichtig, auch an Weiterbildung zu denken zu KI, um da auch den souveränen Einsatz mit und über KI zu entwickeln. Bisher gibt es allerdings nur wenig Studien, die die Lehrendenperspektive zu KI darstellen. Und genau da setzen wir an und wollen dieses ändern. Das heißt, wir haben eine Studie durchgeführt mit Lehrenden und haben unterschiedliche Fragestellungen darin behandelt, hier exemplarisch drei dargestellt. Die eine Frage ist, an welchen KI-Inhalten sind Lehrende interessiert? Die zweite Frage, welche KI-Veranstaltungsformate und KI der Lernform wünschen sich Lehrende denn überhaupt? Und um da auch adäquate Weiterbildung im Bereich KI ableiten zu können. Und die dritte Frage, welche unterschiedlichen Lehrendentypen oder Profile lassen sich in Bezug auf Potenzial und Herausforderung von KI identifizieren, beziehungsweise geht das überhaupt? Wir haben Ende letzten Jahres im Herbst bis zum Frühjahr dieses Jahres eine Online-Umfrage durchgeführt. In Deutschland haben insgesamt 122 Lehrende aus ganz Deutschland teilgenommen. Und erste Ergebnisse möchte ich hier in Kürze darstellen. Das Interesse an KI ist auf jeden Fall vorhanden, zumindest bei den Personen, die bei der Umfrage teilgenommen haben. Insbesondere das Interesse an KI als Tool. Da haben 69% gesagt, ja, das ist etwas, was sie sehr interessiert und möchten auch entsprechend Weiterbildung für diesen Themenschwerpunkt mitmachen. KI als Lerngegenstand, also das Thema über KI-Lehren, ist etwas weniger nachgefragt, 58%. Und mit Blick auf Forschung ist noch mal etwas weniger. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass es oft Lehrende sind, die tatsächlich auch Lehre im Fokus haben, nicht zwingend auch in der Forschung tätig sind. Daher lässt sich das ganz gut nachvollziehen. Welche Veranstaltungsarten wünschen sich Lehrende? Wir haben da Verschiedenes vorgegeben. Wir haben herausgefunden, dass vor allem allgemeine Infoveranstaltungen stark nachgefragt sind. Wir haben das raten lassen auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 Stimme voll zu bedeutet. Das heißt insbesondere allgemeine Infoveranstaltungen, um einen ersten allgemein großen Überblick über das Thema KI zu erhalten, werden am stärksten nachgefragt, wenngleich zu sehen ist, fast alle Werte um die fast 4. Also insgesamt ist ein großes Interesse vorhanden. Auch interaktive Workshops oder spezifische Infoveranstaltungen sind gewünscht. Bei den Lehr-Lern-Formaten fanden wir sehr interessant, dass online sich am stärksten gewünscht wird. Hier im Mittelwert mit 4.3 angegeben, sogar am meisten. Danach kommen digitale Selbstlernkurse, Blended, und am wenigsten werden sich Präsenzformate gewünscht. Das hat uns doch etwas überrascht. Aber vielleicht auch ganz gut zu argumentieren, dass gerade diese allgemeinen Infoveranstaltungen durch die zeitlichen Ressourcen der Lehrenden einfach begrenzt sind und hier online einfach sich besser realisieren lässt. Die dritte Forschungsfrage, die ich dargestellt habe, adressiert mögliche Lehrendenprofile oder Typen, die sich herauskristallisieren lassen. Wir haben mit einer latenten Klassenanalyse 4
Typen identifiziert mit Blick auf Potenziale und Herausforderungen, die gesehen werden. Wir haben also abgefragt, welche Herausforderungen und auch welche Chancen betrachtet werden und in Kürze hier die Profile kurz dargestellt. Wir haben das Profil A, wir haben es jetzt erstmal als Working Progress die Optimistinnen genannt, die vor allem die Vorteile von KI für den Bildungsbereich sehen, also vor allem personalisiertes Lernen, aber auch Studierendenverständnisse erhalten. Das sind also die Optimistinnen. Im Kontrast dazu gibt es die Kritischen, die vor allem die Herausforderungen in den Vordergrund stellen und diese am stärksten bewerten. Als dritten Typ, wir haben sie erstmal kritisch Reflektierten genannt, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen sehen, also da in der Balance sind. Und als viertes Profil haben wir es erstmal die KI-Uninteressierten genannt oder die Desinteressierten. Das sind vermutlich die Personen, die sich wenig noch mit dem Thema beschäftigt haben, also da jetzt wenige Chancen noch Potenziale sehen. Aber das müssen wir nochmal inhaltlich prüfen, inwiefern das passt. Was sind Takeaways und was passiert als nächstes? Das Thema KI-Kompetenzen ist sehr wichtig, da auch die Entwicklung von entsprechenden Weiterbildungsformaten, das lässt sich auch von diesen ersten Forschungsergebnissen gut ableiten. Entschuldigung, und dafür ist mehr Forschung. Ganz kurz zusammenfassen. Genau, und dafür ist mehr Forschung notwendig und deswegen möchte ich auch noch kurz einladen, hier zwei QR-Codes, das erste für Lehrende und Hochschul-Community zum Thema KI-Didaktik und der zweite QR-Code für Studierende und ich freue mich sehr auf die Teilnahme und die nächsten Erkenntnisse, die wir gewinnen werden. Und damit bedanke ich mich und freue mich auf den weiteren Austausch. So, genau. Ich rede heute über KI und Prüfungen und wir haben unterschiedliche Thesen aufgestellt im Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität Bochum dazu, was da kommen wird, weil wir merken, dass das Thema in der breiten und in der hochschulischen Öffentlichkeit immer noch sehr präsent ist, dass KI-Prüfungen an Universitäten oder an Hochschulen beeinflusst, auch wenn es teilweise ein falsches Verständnis über textgenerierende KI gibt, dass das mit Plagiaten gleichgesetzt wird und so weiter. Natürlich haben wir auch mal KIs gefragt, was die für Thesen aufstellen würden. Da gab es Einigkeit bei manchen Modellen, zu manchen Punkten und bei anderen Uneinigkeit. Das ist aber leider, hat es aber leider nicht in diese Präsentation geschafft. Denn wenn wir jetzt uns das Ganze angucken, dann hat das Beispiel aus München die Rechtsprechung gezeigt, dass Studierende unter einem erhöhten Täuschungsverdacht stehen, was schriftliche Arbeiten angeht. Das heißt, wir brauchen bei schriftlichen Arbeiten andere Prüfungsleistungen, sowas wie prüfbare Zwischenschritte, zum Beispiel Quellenbewertung. Wir brauchen bei Prüfung vor allem einen Fokus auf das Warum. Es braucht eine Wertediskussion. Wir müssen uns zum Beispiel fragen, was unser Ziel ist, was wir unter Bildung an Hochschulen verstehen, was wir als Gesellschaft wollen, was wir als Wissenschaft wollen. Nachhaltigkeit und Verantwortung wären zwei konkrete Beispiele für Werte und die tiefere Lektüre, dafür empfehle ich Gabi Reinmann, das kommt nachher auch in den Folien als Quelle. Auch dafür reicht jetzt leider, glaube ich, die Zeit nicht. Unsere dritte These. Wir glauben, dass es eine sehr hohe Unsicherheit bei allen Beteiligten gibt und wir vor allem auch als didaktische Einrichtung Lehrende und Studierende dabei unterstützen müssen, Ambiguitätstoleranz aufzubauen. Wir merken das in den Fortbildungen für Lehrende und in den Beratungen mit Lehrenden, dass auch da sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht und dass wir da also
nicht nur immer den Fokus darauf legen müssen, dass die Studierenden da eine gewisse Ambiguitätstoleranz brauchen, sondern auch Lehrende. Wir sehen es so, dass im Moment die Hochschulen im deutschsprachigen Raum und auch die Bundesländer kein eigenes Zukunftsnarrativ haben, sondern sich von großen Unternehmen vor sich hertreiben lassen. Und wir glauben, dass das für die Wissenschaft insgesamt ein Problem ist, wenn wir nicht selbst und reflektiert entscheiden, sondern uns von immer neuen Versionen von irgendwelchen Chatbots oder anderen generativen Technologien von Unternehmen vor sich hertreiben lassen. Wir glauben, dass es vermehrt auch zu Unterschied zu anderen Prüfungsformaten kommt. Das war jetzt auch so ein bisschen bei dem Vortrag vom SDG Campus schon im Gespräch. Zum Beispiel haben wir gemerkt, dass mündliche Prüfungen deutlich zunehmen, weil sie zum Beispiel ergänzend genutzt werden für schriftliche Arbeiten. Und als das mit ChatGPT so richtig losging in der hochschulischen Öffentlichkeit, war zum Beispiel bei uns als Didaktikzentrum die Nachfrage nach den Workshops zu mündlichen Prüfungen auf einmal sehr hoch. Das schließt direkt daran an. Wir glauben, dass auch insgesamt mehr praktisch geprüft werden kann und muss in Zukunft. Zum Beispiel wäre es eine Möglichkeit, eine generative Technologie, zum Beispiel so eine textgenerierende Technologie, live anzuwenden in einer Prüfung und oder zu reflektieren. Die Funktion von Prüfungen könnte in Zukunft noch mal mehr in den Fokus kommen. Das heißt, auch da ist ja schon länger eine Diskussion in der Community, dass die Prüfungskultur sich ein bisschen ändern könnte oder sollte, dass wir insgesamt weniger summative Prüfungen haben, die vielleicht auch kleiner werden und es mehr formatives Assessment gibt, mit der Möglichkeit, mehr didaktische Funktionen von Prüfungen auch in den Fokus zu nehmen. Reduzierter Aufwand. Wir wissen aus einer neuen Studie, Auswertung und Bewertung kann mehr und mehr von KI übernommen und unterstützt werden. Und mit dem Blick auf die Zeit, wir glauben, dass gerade bei dieser Bewertung wir nochmal sehr kritisch gucken müssen, dass es mögliche Bias möglich sind, gerade auch in der Bewertung der KI. Und wir können uns nicht einfach darauf verlassen. So, Fazit in zwei Szenarien. Das will ich nur noch kurz zeigen. Wir haben ein dystopisches und ein utopisches Szenario daraus entwickelt und es liegt an uns. Genau, das war's. Dankeschön. Dankeschön. Im Zweifelsfall, es kommt ja am Ende noch der Netzwerktisch. Falls es hier Dinge, die jetzt zu kurz kommen mussten, sowohl bei Frau Mahl als auch bei Frau Philipp, können ja hoffentlich da noch beleuchtet werden. Vielen Dank. Frau Stegner. So, hallo. Kannst du hören und meine Präsentation sehen? Ich werde jetzt mal keinen Widerspruch als ja. Also, ich bin Milena Stegner, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der DHBW Heilbronn für KI-Projekte. Ich würde Ihnen aber heute gerne mein Doktorarbeitsthema näher bringen. Und zwar ist das ungefähr die Social Chatbots als Mittel gegen die Epidemie der Einsamkeit. Ja, Epidemie der Einsamkeit, das klingt ja fast schon poetisch. Wenn wir uns aber die Realität dahinter anschauen, dann ist es eben ein sehr tragisches Problem. Ganz kurz, wie definiert man eigentlich Einsamkeit? Also das zu verstehen als ein subjektiver und ein belastender Zustand. Also es hat nicht unbedingt was mit dem Alleinsein zu tun. Einsamkeit hat sehr starke psychische und auch körperliche Folgen, also zum Beispiel Schlafstörungen, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt eben Studien, die sogar sagen, sich einsam zu fühlen ist für den Körper so schädlich wie 20 Zigaretten am Tag zu rauchen. Es gibt auch neuere Studien, die eben zeigen, es hat auch sehr starke gesellschaftliche Folgen, zum Beispiel steigt mit steigender Einsamkeit auch die Zustimmung zur autoritären Haltung und politischer Gewalt. Wenn wir uns das Ausmaß angucken, dann ist eben interessant, dass vor allem junge und sehr alte Menschen von Einsamkeit betroffen sind. Die Zahlen sind durch die Corona-Pandemie natürlich sehr deutlich nach oben gegangen. Also es waren vorher ungefähr 10% der Menschen, die sich mehrmals die Woche oder täglich einsam gefühlt haben. Und in 2021 ist die Zahl auf über 40% gestiegen.
Was auch sehr interessant ist, ist, dass die Zahlen generell zurückgehen bei jungen Menschen, aber steigen weltweit. Und es scheint eben auch mit den sozialen Medien zu tun zu haben. Deshalb in meiner Doktorarbeit fokussiere ich mich eben auch auf Teenager. Das Problem ist eben so groß, dass die Stiftung Patientenschutz Einsamkeit als die größte Volkskrankheit in Deutschland bezeichnet. Genau, was Social Chatbots sind, muss ich Ihnen wahrscheinlich jetzt nicht groß erklären. Das ist in etwa sowas wie ChatGPT, der für soziale Interaktionen genutzt wird. Wichtig eben, wenn wir gleich auf die Gefahren auch gucken wollen, das ist zu wissen einfach, dass sie eben auf Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten basieren, eben selber nicht verstehen, welchen Output sie generieren. Und dass es eben bei, wenn sie eben auf der generativen KI basieren, auch eben nicht vorhergesagt werden kann. Wir werfen aber einmal kurz einen Blick auf die Chancen. Also was eben besonders ist, wenn wir diese Chatbots eben einsetzen gegen Einsamkeit, dass sie eben diese Grenze zwischen Freundinnen und auch Therapeutinnen verschwimmen lassen. Denn sie können ja verschiedene Funktionen wahrnehmen. Also zum einen können sie selber Gesellschaft bieten durch eine einfach direkte Interaktion. Sie können aber auch eben fundierte Ratschläge geben oder auch im Sinne der Verhaltenstherapie zum Beispiel Erinnerungen schicken oder eben Aufgaben geben. Sie bieten eine sehr schnelle, für alle zugängliche und auch vergleichsweise sehr günstige Hilfe. Sie sind rund um die Uhr und eben überall verfügbar. Und was eben immer wieder hervorgehoben wird bei den Studien auch der Nutzerin, ist, dass sie eben nicht werten und auch so ein Gefühl der Vertraulichkeit geben. Also vielen Menschen fällt es tatsächlich leichter, sich einem Social Chatbot anzuvertrauen als anderen Menschen. Sie können außerdem auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden. Ein Blick kurz auf die Gefahren sind natürlich vor allem falsche und gefährliche Ratschläge. Da gucken wir uns auch gleich eine Studie kurz zu an und dass es zu einer Abhängigkeit kommen könnte. Der Datenschutz ist natürlich ein großes Problem, weil es um hochsensible Daten geht und es gibt eben auch Studien, die davon ausgehen, dass sie die Einsamkeit vergrößern könnten. Ich habe jetzt mal zwei Studien nur kurz mitgebracht, die ich besonders interessant fand. Die sind jetzt nicht repräsentativ unbedingt. Eine Studie, die kommt aus England, und zwar da ging es um Menschen, die sich an das Gesundheitssystem des NHS wenden und quasi Hilfe gesucht haben. Und die Frage, wie viel davon sich eben danach selber zu einer Therapie überschreiben oder einweisen lassen. Und das Ergebnis ist eben sehr interessant, denn durch den Chatbot gab es 15% mehr Selbstüberweisungen in der Therapie. Aber besonders interessant ist diese Studie, wenn man sich hier die Minderheiten anguckt. Denn bei ethnischen Minderheiten war der Anstieg 31%. Bei non-binären Menschen sogar 235% so groß im Vergleich zu einem normalen Fragebogen. Und das zeigt eben, dass Chatbots eben eine sehr hohe, auch ein Potenzial einfach haben für Minderheiten, die weniger Angst haben, stigmatisiert zu werden oder diskriminiert zu werden. Also es wurde eben auch durch eine qualitative Analyse von über 40.000 Teilnehmenden danach nochmal ausgewertet, was eben diese Vorteile waren des Chatbots. Und da wurde eben immer wieder die hervorgehoben, dass eben keine Angst vor Diskriminierung bestand. Eine Studie noch kurz zu den Gefahren von der Harvard Business School. Die hat eben ungefähr 18.000 Konversationen zwischen Nutzerinnen und sogenannten Companion AIs analysiert und haben eben geguckt, wo haben Nutzerinnen ihre psychische Not geäußert und wie haben quasi diese Chatbots reagiert. Sie haben dann auch selber nochmal aktiv quasi Anfragen geschickt an solche Chatbots, wo sie explizit und implizit ihre psychische Not geäußert haben. Und das Ergebnis war eben, diese Chatbots haben diese psychische Not oft nicht erkannt und haben oft falsch und teilweise sogar sehr gefährlich geantwortet. Also ein Extrembeispiel ist hier eben, dass ein Nutzer zum Beispiel gesagt hat, ich will mich umbringen oder ich werde mich umbringen, und der Chatbot antwortet, das traust du dich eh nicht, du Feigling. Genau, also als Herausforderung und Ausblick kann man eben sagen, dass Chatbots definitiv eine immer größere Rolle als Mittel gegen Einsamkeit spielen werden und dass sie auch sehr große Chancen bieten, wenn man es eben schafft, die Probleme zu minimieren und die Nutzerinnen für diese zu sensibilisieren. Genau, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, würde ich mich sehr freuen. Also ich mache auch eigene Umfragen unter Jugendlichen zu Social Chatbots als Freundinnenersatz. Und wenn Sie das Thema interessiert, ich bin auch gleich am Vernetzungstisch oder auf LinkedIn zu finden und genau, bald auf der eigenen Website. Vielen Dank, Frau Stegner. Frau Dr. Biels und Frau Karoli. Fast richtig, Herr Giesbett ist dafür, nicht für Frau Karoli, sondern weil wir uns die Session teilen. Herzlich willkommen, und Herr Giesbett wird die Folien auch gleich nochmal zur Verfügung stellen und teilen. Uns geht es heute darum, einmal zu zeigen, wie wir an der Fernuniversität eine AG eingerichtet haben, die sich um Digitalisierungsaspekte in Bezug auf generative KI kümmert. Genau, diese Arbeitsgruppe heißt GIN, und Andreas, du wolltest die erste Folie zeigen, dann leg doch bitte direkt los.
Entschuldigung, ich musste mich noch einmal lautschalten. Jetzt bin ich aber ganz da und mache mich auch schnell. Mach's auch schnell. Genau, ich wollte zuerst was zu den Bedingungen vor dem ersten Gin sagen, bevor dann Annabelle Bilz ein bisschen mehr zu Gin selber sagt. Wir standen, glaube ich, wie alle Universitäten vor dem Problem, dass die das ChatGPT natürlich so ein bisschen unvorbereitet erwischt hat und die Fernuniversitäten jetzt vor Zugzwang standen und haben dann versucht, mit, ich sag mal, Erstmaßnahmen zu reagieren. Der erste Ansatz war ein informeller Teams-Chat, wo wir ca. 50 Mitglieder bis heute drin haben, die mehr oder weniger aktiv sind, wo es einen aktiven Teil gibt. Und daraus sind dann verschiedene Angebote entstanden, beispielsweise Tech-Talks, die dann auch vom ZLI organisiert wurden, aber so ein bisschen über diesen Teams-Chat koordiniert wurden. Es hat sich auch so eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die dann einen Blogbeitrag verfasst haben, der so als faktische, provisorische erste Richtlinie galt. Und dann haben wir daneben noch auf der Fakultätsebene oder beim Schreibzentrum kleine Workshops angeboten, die vor allen Dingen den Ansatz praktische Kompetenz zu vermitteln. Und dazu, das war dann auch einer der ersten Lightning Talks heute, haben wir das Glück, dass der KI Campus Hub eben bei uns sehr nah dran ist, also eben auch in Hagen angesiedelt ist und eben die OTTs bei uns auch so ein bisschen noch ganz gut integriert werden konnten. Was bei uns eine Besonderheit ist so ein bisschen, dass wir ein multidisziplinäres Team sind. Also die Arbeitsgruppe Generative Intelligence Network, die wir kurz als GIN AG abgekürzt haben, setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Gruppen und Stakeholdern innerhalb der Fernuniversität. Das ist einmal das Zentrum für Lernen und Innovation, aus dem ich komme. Dann gibt es die FachmediendidaktikerInnen, wie zum Beispiel Herr Giesbert ist. Das sind Personen an den Fakultäten. Dann gibt es natürlich die Personen im Projekt KI Campus, was an der Fernuniversität angesiedelt ist, und Personen aus dem Projekt Impact, was innerhalb auch an der Fernuniversität innerhalb des Forschungszentrums Kapalpa angesiedelt ist. Und diese AG hat sich getroffen, weil wir zum einen sagen wollten oder herausfinden wollten, was sind eigentlich die Bedarfe in Bezug auf KI und Studium in der Lehre? Also was brauchen eigentlich Lehrende? Was wollen die? Wir wollten einen Rahmen schaffen zur Exploration von ChatGPT und eben weiteren Tools. Wir wollten den Erfahrungsaustausch von Lehrenden befördern und wir wollten eben Handlungsempfehlungen geben. Und eben auch noch bestehende und zukünftige rechtliche Fragen beantworten. Machst du einmal weiter? Vielen Dank. Wir haben vom Rektorat den Auftrag bekommen, einen Leitfaden zu erstellen. Und das ist zweistufig erfolgt. Zum einen den KI-Leitfaden, den haben wir sozusagen als Orientierungspapier verfasst. Und der ist auch durchs Rektorat gegangen und wurde da verabschiedet. Der hat eine etwas höhere Flughöhe und ist relativ statisch. Das heißt, das Rektorat will jetzt nicht bei jeder technischen Änderung oder jeder neuen Version oder jedem neuen Modell neuen Leitfaden verabschieden, sondern es ist sozusagen die Rahmung. Dazu kommt aber noch die Handlungsempfehlung und die ist flexibel, weil die laufend aktualisiert und überarbeitet wird und versioniert wird. Kannst du noch mal weitermachen? Als Beispiel der Leitfaden, das sind so grobe Grundsätze, wie eigentlich die Fernuniversität mit der Nutzung von KI und Lehre und Studium umgeht. Zum Beispiel gibt es dieser Leitfaden auch Orientierungshilfen, zum Beispiel Einsatz von KI-Tools in der Lehre, kritischer Umgang mit KI-Tools, Kennzeichnung von Outputs, Umgang mit KI-Tools in Prüfungen, Eigenständigkeitserklärung, Schulung und Weiterbildung und noch weitere Quellen. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Also das ist ein Absatz aus diesem Leitfaden. Also was sind zum Beispiel Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Tools? In welchen Szenarien können die gelernt werden? Und da gibt es eben zu verschiedenen Themen so Absatzblöcke, die da einfach sozusagen thematisiert werden. Ganz anders dann wieder in dem, das ist nochmal ein anderes Beispiel, genau, kritischer Umgang mit KI-Tools, genau, ganz anders in den Handlungsempfehlungen, da geht es wirklich ganz konkret um einzelne Fragen, die Lehre sozusagen auf der operativen Ebene betreffen. Zum Beispiel die Empfehlung bei der Nutzung von KI-Anwendungen, rechtliche Aspekte, IT-Sicherheit, didaktische Szenarien, Use Cases, auch da nochmal Empfehlungen für Prüfungen. Dann aber auch ein Überblick über häufig genutzte Anwendungen, dann übers Schreibzentrum auch Hinweise zum Zitieren mit und aus KI. Dann haben wir da eine modifizierte Eigenständigkeitserklärung drin und auch der Bereich Barrierefreiheit wird abgedeckt. Und das Ganze entsteht natürlich dann auch immer mit wirklich Zusammenarbeit auch mit dem Justizariat, mit dem Datenschutz und so weiter und wird eben laufend aktuell gehalten.
das ist auch nochmal ein Beispiel aus dem aus den Handlungsempfehlungen. Da werden eben unterschiedliche Szenarien benannt und beschrieben, wo ein KI-Einsatz möglich ist und gezeigt wird, einfach exemplarisch. Das auch nochmal. Also wird zum Beispiel gezeigt, in welcher Phase des Lernprozesses KI-Anwendungen auf welche Seite zu kommen. Letzte Folie ist nur nochmal der Punkt mit den Aktivitäten und die Kontaktseite. Einfach den QR-Code scannen und dann kommen Sie auf die Seite zu weiteren Infos. Vielen Dank. Ja, guten Tag zusammen. Ich hoffe, man kann mich gut hören und auch meine Präsentation gut sehen. Mein Name ist Heike Karoli. Ich komme von der Fernuniversität Hagen, genau wie Annabelle und Caroline gerade eben schon, arbeite auch mit beiden gerne und viel zusammen und stelle heute aber ein Ergebnis aus unserem Projekt Impact vor, das verortet ist am Forschungszentrum Katalpa an der Fernuniversität in Hagen. Und in dem Projekt geht es um die wertesensible Gestaltung von Feedback, also formativen Feedback über den Semesterverlauf hinweg mit Trusted Learning Analytics und KI. Und ich stelle jetzt die ersten Zwischenergebnisse der ersten zwei Jahre vor. Wir arbeiten noch weiter in dem Projekt zusammen mit Michael Hanses, Lars von Rhein, Nathalie Frede und mir als Projektmitarbeiter unter der Leitung von Professorin Claudia de Witt, die auch heute dabei ist und vielleicht gleich auch noch mit am Netzwerktisch sitzen wird. Genau. Die wertesensible Gestaltung, die wir vorgenommen haben in unserem Projekt, ist zusammengesetzt vor allen Dingen aus drei konzeptionellen Aspekten, beziehungsweise aus drei Aspekten. Einmal der konzeptionellen Untersuchung, die in Form von Bedarfen wiedergespiegelt wird, die wir erhoben haben. Wir haben empirische Untersuchungen einfließen lassen in unsere Gestaltung der Anwendung und natürlich das Ganze abgestimmt mit den technischen Systemgestaltungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen. Und insgesamt haben wir uns so einmal eine Stakeholder-Survey zur Nutzung gemacht, die Bedarfe und die Herausforderungen der Studierenden in diese Systementwicklung mit eingebracht hat. Wir haben natürlich Literaturrecherche zu lernförderlichem Feedback vorgenommen. Wir haben in einem Co-Design-Prozess mit den Lehrenden gearbeitet und wir haben diese Design-Aspekte auch in konkrete technische Artefakte überführt, die ich gleich vorstellen werde. Zusätzlich haben wir uns natürlich dem Trusted Learning Analytics-Ansatz, der an der Goethe-Universität ursprünglich entwickelt wurde, untergeordnet oder verschrieben und somit auch vor allen Dingen einen Fokus auf die ethischen und rechtlichen Implikationen und somit auch die rechtlichen Anforderungen an DSGVO beziehungsweise Antizipation des AI Actes angenommen. Und ich gehe kurz mal in die Ergebnisse der Student und Staff Survey, um zu sehen, okay, wo stehen wir eigentlich an der Fernuniversität? Insgesamt können wir sehen, dass es eine hohe Zustimmung für den Einsatz von Learning Analytics und KI an der Fernuniversität gibt, laut unserer Untersuchung. Und es besteht vor allen Dingen ein hohes Vertrauen in den ethischen und datenschutzrechtlichen Umgang hier an der Hochschule. Als Potenziale wurden vor allen Dingen die Verständlichkeit, Anleitung zur Nutzung und Transparenz gefordert, aber auch das Potenzial gesehen, dass Lernfortschritte, eine Schlussfolgerung unterstützt werden können oder eben halt auch Hinweise zur Selbstregulation geben. Es gab aber auch Bedenken von Studierenden, die natürlich zunächst einmal darin lagen, dass die Lernenden tatsächlich auch offline lernen und nicht nur online Daten genutzt werden sollten. Und es besteht natürlich auch die negative Implikation der Chilling-Effekte, die wir auch im weiteren Projektverlauf noch untersuchen werden. Lernförderliches Feedback, dazu nutzen wir den Ansatz von Hattie beziehungsweise Winnevski, Zira und Hattie, der eben halt das hochinformative Feedback als Kombination von korrigierendem Feedback, Informationen zur Selbstregulation und Aufmerksamkeit nutzt. Und ich gebe kurz eine kleine Führung durch unser Dashboard beziehungsweise unser Feedback-Zentrum, was sich zusammengesetzt aus einem Teil visueller Darstellung von studierenden Daten und einem textuellen Feedback, das sich regelbasiert generieren lässt.
Dazu haben wir individuell die Daten der Studierenden herangezogen, eben halt aus der Lernumgebung und die uns nutzbar gemacht für das Feedback. Wir geben Informationen zu Lernzielen und den passenden Lernstrategien für diese Ziele. Und einen großen Wert haben wir noch auf Informationsfelder gelegt, die sich dann ausfahren lassen in der Anwendung, die vor allen Dingen Inhalte zu Feedback Literacy, also die Frage beantwortet, was mache ich, sehe ich eigentlich dort und was, wie gehe ich mit der Information um, beantworten und auch Informationen zur Interpretierbarkeit und Transparenz der Daten widerspiegeln. Das ist der erste Teil unseres Projektes jetzt. Wir arbeiten noch weiter an einer korrektiven Feedback-Anwendung, in der auch die KI noch stärker zum Einsatz kommt. Aktuell arbeiten wir nur regelbasiert. Und für alle Interessierte können Sie das gerne, unseren ersten Projektfortschritt nachlesen in einem Sammelband zu Assessment Analytics in Education von Dirk Neventhaler und Martin Zahin, der jetzt gerade erschienen ist. Und ich glaube, mein Kollege Lars von Rhein ist so lieb und stellt kurz die Quelle noch in den Chat. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich Sie nachher am Netzwerktisch zusammen mit meinen Kollegen begrüßen kann. Vielen Dank. Ganz großen Dank an alle Speakerinnen und Speaker und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt schon zwei...